Einen wunderschönen guten Morgen, Ladies and Gentlemen. Mein Name ist Trixie und willkommen zurück zu einer neuen Folge Kingdom Come Deliverance. Ja, wir haben sie lange nicht mehr gespielt. Das lag aber an folgendem Grund. Immer wenn ich das Spiel gespielt habe und beendet habe, konnte ich immer wieder von vorne anfangen. Und ich habe auf diese Option hier gewartet, Speichern und Wenden. Gott sei Dank, jetzt können wir es mal auch regelmäßig spielen. Wenn ihr das nicht natürlich möchtet, ich werde auch eine Umfrage starten. Also klickt einfach oben auf das i. Und dann könnt ihr mit Ja oder mit Nein abstimmen, ob wir davon regelmäßig Let's Plays machen oder nicht. In der letzten Folge hatten wir diesen Überfall hier gesehen und wir müssen jetzt erkunden bzw. ermitteln, wer dahinter steckt. Und das werden wir jetzt mal machen, indem wir hier die Überlebenden befragen. Okay, hi. Frag. Jo, mach ich doch. Ich kann später wiederkommen. Nein, du gehörst zum Hauptmann. Und je schneller du alles erfährst, desto schneller fasst ihr diese Barbaren. Ja, okay, da hast du recht. Erzähl mir vom Überfall bitte mal. Tut mir leid, dich zu stören, gute Frau, aber könntest du mir vom Überfall erzählen? Smell und ich wurden vom Lärm geweckt. Wir dachten, dass die Pferde ruhelos wären oder irgendein Trunkenbold vom Wirtshaus Krach schlägt. Mhm. Boah, das sieht aber echt übel aus und das war ihr Ehemann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das kommt eigentlich vor. Gibt's das öfters, oder? Kommen öfters Betrunkene hierher? Manchmal. Aber nicht dieses Mal. Mein Gatte ging nach draußen, um nachzusehen, was los ist. Dann hörte ich nur laute Stimmen und Schreie. Ich war so töricht. Es kam mir zunächst nicht mal in den Sinn, dass Mill etwas zugestoßen sein könnte. Erst am Morgen wurde es mir klar. Welche Stimme hast du denn gehört? Hast du die Stimmen erkannt? Nein, aber sie sprachen Tschechisch, fluchten wie Dämonen und beschimpften sich. Sie beschimpften sich? Mhm. Gab es Streit? Ja, es muss etwas passiert sein. Okay, wo kam der Lärm her? Und wo hast du den Lärm gehört? Überall. Es herrschte Chaos. Ich weiß nicht mal, wie viele es waren. Ich meine am Anfang. Erinnerst du dich, aus welcher Richtung der Lärm kam? Ich weiß es einfach nicht. Was, so ein großer schwarzer Hühner dabei? Willst du sie sehen? Es gibt da diesen Kerl, einen Hühnen, ganz in schwarz. Hast du ihn gesehen? Nein. Wer hat denn überhaupt was gesehen hier? Wen könnte ich zum Überfall befragen? Hat irgendjemand etwas gesehen? Rotschopf hat im Stall geschlafen. Vielleicht hat er was gesehen. Jakob, der alte Stallbursche. Er schlug sich sogar mit denen. Soviel ich weiß, ist Mark zuerst aufgewacht. Mit ihm zu reden kann nicht schaden. Sonst fällt mir niemand ein. Ah, und danke dir. Also Rotschopf, Mark, Jakob und der Stallbursche. Gott behüt dich. Jo, dich auch, dich auch. Bist du der Stallbursche? Jakob? Jupp, bist du? Noch ein nutzloser Waffenknecht, der Fragen stellt? Letzte Nacht hättet ihr hier sein müssen, verflucht. Zeig mir deinen Arm. Nee, ich bin kein Waffenknecht, Junge. Nee. Ich bin kein Waffenknecht. Ich bin einer der Überlebenden. Aus Scarlets. Ah, verstehe. Na schön, was willst du wissen? Was überhaupt hier geschehen ist. Was in aller Welt ist hier geschehen? Diese Bastarde haben uns angegriffen, kurz vor dem Morgengrauen. Wie hast du dir diese Wunde zugezogen? Hab Stimmen gehört, also bin ich nach draußen. Da sehe ich, was sie mit den Pferden gemacht haben. Hab die Bastarde angebrüllt. Einen hab ich am Umhang erwischt und auf ihn eingedroschen. Ohne Waffe? Nur mit deinen Fäusten? Ja, aber der Drecksack hat mir ordentlich eingeschenkt. Zum Glück kamen die anderen und diese Maden hauten ab. Sein Umhang ist aber noch da. Bist du aber ein bisschen todesmutig, nur ohne Waffe da rein zu klatschen, ey. Eieieiei. Und du weißt nicht, warum sie das getan haben? Irgendwas muss bei denen richtig schiefgelaufen sein. Haben nichts mitgenommen. Es gibt da diesen Kerl, einen schwarz gekleideten Hühn mit einer Stimme so laut wie eine Kirchenglocke. Hast du ihn gesehen? Was glaubst du, wer mich fast umgebracht hat? Also war dieser Mistkerl tatsächlich hier. Ah, kannst du mir helfen? Kannst du mir helfen? Wie? Du kennst die Gegend. Wie finde ich raus, wohin sie ging? Sie hatten's eilig. Du könntest schauen, ob sie was umgeworfen haben. Ein Zaun oder so.
Okay, dann danke ich dir. Hast mir viel geholfen. Ist denn der Umhang? Ist der hier irgendwo? Den hätte ich gerne. Hm. Ist hier kein Umhang? Schade. Okay, dann müssen wir mal weiter gucken. Kann man mit die haben wir ja schon gequatscht. Wo müssen wir jetzt noch hin? Mal gucken. Da müssen wir hin. Das hieße also hier auf dem Weg. Ne, gehen wir so rum. Ja, machen wir irgendwie beides auf einmal. Mal gucken wir mal. Wir haben jetzt noch einen Rotschopf, haben wir noch zu befragen. Und noch jemand anders. Sind wir auf dem richtigen Weg? Jo, sind wir. Sehr gut. Dann gucken wir mal. Ich habe ein Nest entdeckt. Ach, da oben. Ah, wie cool. Das ist ja cool gemacht. Und wir tun mal was für unsere Vitalität wieder mal. Ein bisschen laufen. Schadet ihr auch nicht. Auf jeden Fall wird die Ausdauer ein wenig gesteigert dadurch bedingt. Wer ist denn das da hinten? Kannst du mir vielleicht helfen? Hallo? Ihr zwei Hübschen. Okay, ihr seid aber sehr gesprächig hier, wie ich sehe. Mich gar nicht. Super duper. Wie sieht es bei dir aus? Herr von und zu? Auch nicht. Meine. Da muss ich wohl da ins Dorf hier rein. Da werden wir bestimmt noch ein paar Leute finden, die mit uns quatschen. Rotschopf. Was für ein Name. Alter, die haben ja euch alles verbrannt und Alter. Hi. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich tue mir echt leid, die Jungs. Rosie. Diese sinnlose Brutalität. Sie schlachteten Menschen und Ross ab und doch scheint es, als hätten sie nichts gestohlen. Wie kann man nur so grausam sein? Ja, das stimmt. Bist du der Rotschopf? Siehst du mir so aus? Jupp. Gott, hi. Was? Wer ist da? Ruhig. Ich möchte nur fragen. Ich weiß nichts. Bist du verletzt? Bist du verletzt? Ganz und gar nicht. Hab keinen Kratzer. Na, ist ja gut. Aber was eine Frage. Man sieht doch, dass er keinen Kratzer hat eigentlich. Was ist hier wirklich passiert? Weiß nicht. Irgendwer hat angegriffen. Weiß nicht wer. Woher kamen sie? Hast du mitbekommen, aus welcher Richtung sie kamen? Nein, hab gar nichts gesehen. Na, da war es mir auch keine tolle Hilfe, ey. Rotschopf. Zass. Oh, Mann, Mann, Mann. Wie konnte er nichts sehen? Hat er nur gepennt oder was? Hammert. Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Okay, jetzt müssen wir ein bisschen die Umgebung mal ein bisschen durchchecken, ob wir noch jemanden finden, den wir noch befragen können. Einer fehlt nämlich noch. Die Frage ist jetzt nur, wo ist diese eine Person, die noch fehlt? Und wir müssen noch rausfinden, welche Richtung die gelaufen sind. Wäre doch lustig. Moment mal, gucken wir auf die Karte. Wir sind da. Gut, wir sind also noch nicht am Ende. Gucken wir mal hier auf der Pferdekuppel. Vielleicht ist ja jemand hier, der auf die Pferde aufpasst. Nee. Wo ist denn die letzte Person dann? Weil einen müssen wir noch besprechen. Beziehungsweise befragen. Irgendwo muss er ja sein. Vielleicht da unten in der Hütte? Ich glaube, das ist zu weit weg, oder? Ja, das ist zu weit außerhalb. Also da wird schon mal nichts sein. Würde ich sagen, gehen wir mal hier entlang. Und dann da rein. Vielleicht werden wir da irgendwen finden. Na. Bist du mal rüber? Dankeschön. Ah, ich bin gerade ein bisschen geschockt. Also alle niedergemetzelt und abgestochen und so weiter und so fort. Und das Krasse daran ist ja... Oh, hi. Eine Distel, her damit. Das Krasse daran ist, es ist ja alles wirklich passiert, gell? Also, ist schon übel. Finde ich zumindest.
was man hier so erfährt. Okay, gucken wir mal hier rum. Irgendwo muss hier einer sein, da ist noch ein paar Disteln, die wir einsammeln können. Ja, komm, machen wir. Warum nicht? Geht ja eigentlich relativ fix. Und wir tun unsere Pflanzenkunde ein bisschen verbessern. Ist ja nicht verkehrt. Komm mal her. Dankeschön. Da haben wir noch. Oh, das sind aber reichlich noch. Ich glaube, alle sollte man nicht einsammeln. Ich habe mich gerade, wozu man die Disteln brauchen. Weil ich glaube, Disteln ist gut gegen Entzündungen, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Naja. Müssen wir mal gucken, wo der nächste ist. Da fehlt nämlich noch eine Person. Aber wir wissen nicht, wo sie ist. Sorry, dass ich so oft auf die Karte gucke, aber ich muss mich orientieren, wo wir hin müssen noch. Ich denke mal, hier drin wird noch irgendwo einer sein. Mit Sicherheit. Sie vielleicht. Hallo? Nee? Wie? Gib dir gleich, hey, pass auf. Hexe. Yes. Da ist keiner mehr. Wo könnten die noch sein? Oh, hi. Wie kann man nur so. Ja, das wissen wir. Du vielleicht? Den da hat's von hinten erwischt. Drüben beim Hauptstall sind noch mehr. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber ich muss sagen, die Umgebung ist echt herrlich. Hier mit dem See und so. Hübsch. Ja, wenn die Leiche nicht wäre hier. Armer Kerl. Ju, armer Kerl. Sie gekrochen sein. Wenn sie es auf die Pferde abgesehen hatten, müssten beim Hauptstall mehr sein. Da ist noch mehr Blut. Alter Walter. Haben aber einiges aufzuräumen hier. Also Atmosphäre ist wieder mal atemberaubend. Oh, hi, wer bist du denn? Vielleicht kannst du mir ja helfen. Ah, das ist ja der Mark. Sehr schön. Geht es dir gut? Lass mich in Ruhe, geh weg. Ich weiß, es ist schwer. Ich werde mich um diese Bastarde kümmern. Das nehmen wir. Du brauchst keine Angst zu haben. Mit deiner Hilfe finde ich diese Bastarde. Und dann werden sie bezahlen. Sie haben es verdient. Was willst du wissen? Sorry, Leute. Was ist dir geschehen? Was ist dir eigentlich geschehen? Die haben die Tiere getötet und... Warum haben sie sie getötet? Haben sie etwas gestohlen? Haben sie etwas gestohlen? Nein. Denk genau nach. Wie hat es angefangen? Wir haben die Tiere gehört. Ihre Schreie. Dann Smil. Er hat geschrien. Und sie haben ihn getötet. Die Tiere stammen zuerst? Bist du sicher, dass es zuerst die Tiere waren und dann Smil? Und nicht andersrum? Ich bin sicher. Sowas habe ich noch nie gehört. Und ich werde es nie vergessen. Was geschah dann? Wir sind rausgerannt. Es war ein Durcheinander. Die Tiere sind verreckt, die Ställe haben gebrannt und überall diese Dämonen. Also, so wie sich das für mich anhört, war das eigentlich nur entweder Angst eintreiben oder dezimieren, dass die Leute halt keine Nahrung mehr haben und sonstiges. Dämonen? Was, Dämonen, sagst du? Ach, nur Abschaum. Wertloser Abschaum. Wie viele waren es? Wie viele waren es? Nicht viele. Es sind bloß ein paar auf uns los, aber hinten waren mehr. Haben sich gegenseitig angebrüllt. Warum brüllten sie? Brüllten sie wegen des ganzen Lärms? Nein, irgendwas war passiert. Haben gestritten. Hinten wo? Hinten? Wo? Beim Wald, Richtung Norden. Haben versucht wegzukommen. Die Ställe brannten von Anfang an? Die Ställe brannten bereits? Geschah das nicht, nachdem sie das Weite gesucht hatten? Nein, die müssen sie gleich angezündet haben. Ein paar sind geflohen, der Rest hat gekämpft. Ein paar haben also das Weite gesucht und der Rest hat gekämpft? Genau. Dann sind mehr von uns raus und haben zurückgeschlagen. Also sind die anderen auch geflohen. Wohin? Wohin sind sie geflohen? Gen Norden,
in den Wald. Na, das sagt es uns bereits schon. Allerdings haben wir jetzt was. Danke. Mehr muss ich nicht wissen. Okay, und die Redenskunst haben wir verbessert. Nice. Okay, dann haben wir das abgeschlossen, das Thema. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir noch irgendwas finden. Weil laut Quests haben wir hier noch was zum Erledigen. In der Gegend umschauen sollen wir uns nämlich hier noch. Das machen wir auch mal. Oh Mann. Also den hier Schicksal möchte ich echt nicht teilen. Das ist ja echt übelste Sorte. Oh, was ist das denn? Da ist ein ungeschmissener Zaun. Okay. Das hilft. Ah doch, man kann es ankeln. Diese Spuren stammen nicht von Tieren. Sie müssen diesen Weg genommen haben. Ja, wunderbar, haben wir das auch. Sehr gut. So, jetzt müssen wir hier aber zählen. Erkunden diese. Gut, machen wir. Dann erkunden wir das mal schnell. Bin ich mal gespannt, warum ich erwische mir jetzt nicht eh hier so einen fetten Haufen von, was ich, 20 Leuten oder so oder 15. Oh Mann, da hätten wir echt ein Problem. Er sagt zwar, ist nicht viel, aber. Wer weiß. Vielleicht sind es doch mehr als er dachte. Wir wissen es ja nicht. Ist noch mehr Blut. Ich glaube, wir folgen mal der Blutspur. Ich habe hier einen Verletzten irgendwo. Salbei. Das krallen wir uns mal direkt. Da war noch eins, meine ich, oder? Ja. Okay. Da kommt auf einmal so eine komische Musik. Das mag ich gar nicht. Nicht, dass uns hier ein Gegner auflauert. Das wäre nicht so gut. Hier ist nix. Aber die Musik kommt ja nicht von ungefähr. Muss ja einen Grund haben. Nur mal hier den Weg entlang. Also ich sehe nichts Auffallendes. Jetzt muss ich wieder weg. Gehen wir nochmal in den Wald. Wird der irgendeinen Grund haben? Hier war das ungefähr, oder? Durchsuche den Banditen? Welchen Banditen? Muss ich das nicht verstehen? Salbei? Was für ein Dieb sollen wir denn da? Oder Banditen oder was auch immer durchsuchen? Okay, das haben wir geschafft, aber was für ein Banditen? Warte, welche Aufgaben gibt es denn hier noch? Also den Banditen will ich jetzt finden. Ist nichts. Warte mal, haben wir noch irgendwas zu erledigen? Also A, durchsuche den Banditen. Sind das jetzt Nebenquests oder sind das andere? Moment mal, Questblock. Das ist wirklich. Das sind die. Das ist eine Hauptquest. Okay. Interessant. Nur die Frage ist, wo ist dieser Bandit? Müsste ja in die Richtung sein. Gehen wir mal in die Richtung. Ich denke mal, der ist bestimmt getaggt oder so. Hey, wer ist da? Was ist hier los? Was zur Hölle war das? Hi, wer bist du? Meine Gebete wurden erhört. Oh shit, der hat ein Schwert. Deine Wut an jemanden auslassen. Das nennst du kämpfen? Ja, nenn ich. Komm her. Alle Dobredelle.
Nee, aua! Au. Musst du jetzt? Das hat wehgetan, Mann. Jesus Christ. Oh. Yes! Nicht Waffe wegstecken, nein! Trau dich doch! Ja. Au. Hallo, du sollst ein Schwert rausziehen, Mann. Komm und hol's dir. Okay. Und unten. Oh, der ist ausgewichen. Ich bin hier drüben. Komm. Oh. Yes, komm her. Aua. Nein. Nee. Das kannst du vergessen. No, hast du repariert hier? Sehr gut, Mann. Ja, dann willst du mir das zeigen, ja? Und oben. Oh, verdammt. Nein! Ah, shit. Verdammt. Ah, nein. Haben sie es gespeichert? Bitte. Bitte. Yes, es ist gespeichert. Dann versuchen wir es nochmal gegen die Banditen. Komm her, Junge. Wir holen schon mal das Schwert raus. Diesmal sind wir vorbereitet. Hallo! Meine Gebete wurden erhört. Meine auch. Gerade wollte ich meine Wut an jemanden auslassen. Na. Nee. Aua! Hat er mich noch erwischt. Komm her. Ei! Steckstiefel! Okay, gut. Haben wir abgewehrt. Sehr gut. Okay. Unten. Ah, clever. Ja. Was? Hat er auch schneller als ich dachte. Komm schon. Jojo, ich komm ja schon. Ja. Yes. Oh, was? Ich hab doch gewehrt. Mann, ich hab doch abgewehrt. Oh Mann. Okay, das machen wir glaube ich in der nächsten Folge, Leute. Ich gucke gerade auf die Zeit auch. Ich bin ein bisschen nervös. Oder versuchen wir nochmal eine Runde? Ja, komm, eine Runde machen wir noch. Komm. Einmal versuchen wir es noch. Der muss doch klein zu kriegen sein. Das kann nicht wahr sein. Sonst muss ich mal ein bisschen üben. Wie geht eigentlich das Dodgen nochmal? Hab ich total vergessen. Das sollten wir auch mal ganz kurz gucken. Moment bitte. Ganz kurz. Keine Ahnung, echt nicht. Ich hab gerade mal nachgeguckt, aber hab's nicht gefunden. Muss ich echt mal nachlesen. Hab so lange nicht mehr gespielt, das Spiel. Hi, du. Was ist. Was sagt man dazu? Das Schwein kommt freiwillig zur Schlachtbank. Was? Na? Hab ich ein bisschen erwischt. Ahahaha. Nix da, Junge. Nein! Au! Hab ich doch erwischt. Verdammt. Mist. Yes! Okay. Wir haben F. Bam! Yes! Aua! Na. Nix da. Pix! Oh, schade. En garde! Du Schuft, du! Okay. Ah, clever, Junge. Ey, der ist gut, Mann, der ist gut. Yes! Haben wir wieder erwischt. Hahaha. Haben wir dich wieder erwischt. Komm schon! Ja, ich komm doch schon. Au. Ey, ich hab abgewehrt. So der Mist. Alter. Was? Okay, Leute. Ich glaube, ich werde ein wenig üben müssen, den Platz zu kriegen. Alter Walter. Ansonsten, Leute, wenn es euch soweit gefallen hat, lasst mir einen Kommentar da oder ein Abo oder ein Like. Und ein vieles herzlichen Dank, dass ihr soweit zugeschaut habt. Also, bis zur nächsten Folge. Euer Trixi. Ciao.